Schade, dass die Technik nicht ganz so geht, wie sie funktionieren soll. Manchmal hat der Beamer auch tatsächlich Probleme, möglicherweise liegt es daran. Aber wir können ja alle sehen, was draufsteht. Die Farben sind nicht ganz so toll, denn der violette Schmetterling ist nicht violett, er ist grün geworden. Ja, er ist natürlich in Natura bei mir hier violett, ganz klar. Müssen wir uns also ein bisschen was zudenken. Ja, freie Energie, was ist das? Wo sind die Geräte? Wer verhindert diese? Das ist natürlich ein spannendes Thema. Warum komme ich dazu? Ich bin nun mal Mitglied der Deutschen Vereinigung für Raumenergie. Da gibt es also so eine Gesellschaft, in der also recht viele Wissenschaftler, auch Professoren und so weiter drin sind. Und wir beschäftigen uns dort also mit dieser sogenannten Raumenergietechnologie. Und von daher ist das natürlich auch ein Themenbereich für mich. Ansonsten bin ich von zu Hause aus Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Informationsverarbeitung, bin Berufsschullehrer, also Lehrer an einem Berufskolleg, Oberstudienrat, und unterrichte dort Schüler zwischen 17 und aufwärts, ein Stück über 20. Und auch dort kommen natürlich ab und zu solche Themen da rein, ja, beziehungsweise schneide ich die mal an, ist ganz klar, und naja, da wird es auch mitunter spannend. Aber viele verstehen es auch nicht so ganz, und deswegen wollen wir uns natürlich auch damit beschäftigen, damit wir das eben halt ein Stück besser verstehen. Bei der Partei habe ich drunter geschrieben, ich bin also einer der wesentlichen Gründer der Violetten und im Prinzip der Parteiälteste, also am längsten dabei. Und war auch der erste Bundesvorsitzende 2 Jahre lang und war dann bis zum März diesen Jahres dann ununterbrochen im Vorstand der Violetten, drin als Beisitzer, und kenne also die ganze Geschichte der Violetten wie kaum jemand anders. Also das dazu. Ansonsten bin ich noch der Vorsitzende eines Arbeitskreises für Elektrosensible und mache noch viele andere Dinge. Ja, gut, dann ist das jetzt doch so. Ja, kann man ja noch ganz gut sehen. Dann kann ich auch so weiterschalten. Ja, da fehlt eigentlich nur, und ich hoffe, dass ich den Rand nicht zu weit ausgenutzt habe. So, ich habe mich als Verzeichnis eingestellt, also so im Wesentlichen 4 große Punkte, Einstiegsbeispiele, dann natürlich freie Energie, was ist das? Wo ich auch so einige Definitionen und Begriffe eingehe. Und dann der Punkt 3, wo sind die Geräte? Das ist eigentlich ein sehr langer Bereich. Ich weiß nicht, wie tief Sie da drin sind. Ich habe also recht viel, was mir eben aus dem Verein bekannt ist, alles so punktuell angeschnitten. Ich werde aber wohl über viele Dinge schnell drüber hinweggehen, es sei denn, es kommt von Ihnen speziell zu irgendeinem Thema eine Nachfrage, denn es bleibt auch so noch genug über, was spannend ist, ja, und worüber wir vielleicht diskutieren können oder sonst was. Also dieses dritte Kapitel, wo sind die Geräte, ist eben besonders lang, und dann natürlich am Ende, wer verhindert diese und welche Möglichkeiten gibt es da eventuell, was uns natürlich als Partei, die Violetten, sicherlich auch noch stark interessiert wird. Steigen wir mal ein. Ja, was ist das? Wo sind die Geräte? Beispiele. Ein Beispiel sind Solarzellen. Oder werden Sie doch sagen, ist doch keine freie Energie. Schon, ich brauche nichts bezahlen. Hier ist keinerlei Batterie drin, kein Akku drin, gar nichts. Jeder sieht hier oben bei mir die Solarzelle und sieht, dass da also was drauf ist und dass ich hier jetzt was eingeben kann. Ich kriege also freie Energie. Nur wissen wir, wo die Energie herkommt. Sie kommt hier vom Licht oder sonst von der Sonne. Ist klar, aber insofern frei, als dass ich nichts dafür bezahlen muss. Ja. Ich habe, das wäre also Solarzellen, magnetische Induktion, magnetischer Einfluss. Gucken wir mal hier, habe ich so eine Taschenlampe, die muss ich schütteln. Ja, freie Energie, naja, ich kann das nicht ewig machen, ich muss auch mal essen, also ist das nicht ganz so frei. Aber wenn ich das lange genug schüttle, da ist ein Dauermagnet in einer Spule, der erzeugt dann Spannung, und Sie sehen, da oben noch ist es ein bisschen schwach. Na, wenn ich da oben jetzt hingucke, dann sehen Sie hier,
dass das geht und nach einer Zeit verblasst das wieder. Auch wenn ich 5 Minuten geschüttelt habe, dann habe ich auch schon die ganze Zeit richtig viel freie Energie und kann leuchten. Also ist auch in so einem Sinne freie Energie, wo wir im Grunde genommen wissen, wo sie herkommt. Ja, aber sie ist frei, ich muss nichts bezahlen und in dem Sinne ist es sicherlich. Es gibt natürlich mit Magnetismus noch andere Arten. Ich musste jetzt etwas weit laufen, weil hier die Baustelle ist. Da hatte ich im Auto noch 2 dicke Magneten. Die habe ich vor 40 Jahren ausgebaut. Die stehen seit 40 Jahren 2 solche Ringmagnete in so einem Abstand übereinander. Versuchen Sie nur mal 5 Minuten den Arm hochzuhalten. Dann wissen Sie, wie viel Arbeit das kostet, was für eine Energie das kostet. Ich staune einfach immer nur wieder, wenn ich diese beiden dicken Ringmagnete, ich habe mich nur nicht getraut, die hier am Rechner überall mitzunehmen, Checkkarten gehen natürlich sofort kaputt dann dabei. Also ich habe die weiter weggepackt und jetzt sind sie halt im Auto. Aber ich frage mich immer, wo kommt die Energie her? Warum verbraucht die sich nicht? Wirklich 40 Jahre. Ich habe also meine Lehre als Radio-Fernsehtechniker auch gemacht und da habe ich die während meiner Lehre da ausgebaut. Und die stehen übereinander. Ist oben nur eine Halterung, damit die nicht runterfallen. Kann man schön draufdrücken, ne, durch die Abstoßung. Stehen die Magnete seit 40 Jahren übereinander. Ich bewundere das immer, diese freie Energie, die das einfach immer hochhält. Naja, ich denke, uns ist klar, wo die letztendlich herkommt. Ja. Wenn das Erdmagnetfeld zusammenbrechen würde, bin ich der festen Überzeugung, würde diese Magneten auch nicht mehr funktionieren. Also die Energie wird sicherlich aus dem Erdmagnetfeld herauskommen. Insofern wüssten wir also auch noch, wo sie herkommt, aber sie ist eben nicht ganz frei. Sie ist in dem Sinne frei, dass wir nichts bezahlen müssen. Und von daher kann ich also auch jetzt schon sagen, dass recht viele Effekte tatsächlich über Magnetismus gehen. Der Magnetismus ist fast immer daran beteiligt. Magnetismus und Gravitation, wie immer die auch wirken. Einen anderen Punkt, freie Energiemaschinen kennen Sie, die Windkraftanlagen, also irgendwo ein Windmühlenflügel und ich packe dann dran einen kleinen Motorgenerator und ich habe kostenlos Energie. Ja. Und eigentlich, aber das sind alles Dinge, die Sie kennen, die eigentlich bekannteste Maschine ist die sogenannte Testatica von der Meternita-Gemeinde in Linden in der Schweiz. Ja, ich weiß nicht, wie weit Ihnen diese Maschine bekannt ist, aber in unserem Verein gibt es Leute, die dort schon waren, die diese Maschine gesehen haben und hier steht jetzt halt nur eine Beschreibung der Testatica, was man sicherlich auch irgendwo im Internet oder sonst wo finden kann, dass diese Maschine etwa 3 Kilowatt, steht da ganz oben, können Sie kaum noch sehen, 3 Kilowatt Strom erzeugt. 3 Kilowatt sind ungefähr, damit können Sie schon Heizgeräte produzieren, das ist etwa so viel, wie Sie an einer Steckdose im Haushalt an Strom ziehen können bei 220, 230 Volt. Also dort ist etwa 3,5 Kilowatt, können Sie maximal aus einer normal abgesicherten Steckdose rausholen. Das reicht also für Bügeleisen in der Regel, plus noch irgendwo einen Heizlüfter oder so. Und wenn Sie noch mehr dran stecken, dann fällt die Sicherung raus. Das heißt, das ist also schon enorm. Und diese Testatica, also ich zeige sie nochmal, so ein Maschinchen, das irgendwo solche Größenordnung wohl haben muss, so wie ich das gesehen habe und beschrieben gesehen hatte, die funktioniert. Ja, und natürlich hat diese Gemeinde da in der Schweiz, so eine religiöse Gemeinde, viele, viele Angebote bekommen, Millionen von Euros und Dollars sind denen geboten worden, aber die haben nicht nachgegeben und haben diese Maschine wieder in der Versenkung verschwinden lassen und benutzen sogar selbst zumindest größtenteils den Strom aus dem Schweizer Stromnetz. Weil ihnen klar ist, dass die Menschheit noch nicht ganz reif ist für sowas. Ja, auf die Hintergründe komme ich noch am Ende dazu sprechen. Also das ist eigentlich in den Insiderkreisen die bekannteste Maschine, die wirklich also stundenlang gelaufen ist, ja, und richtig ordentlich Strom produziert hat, eigentlich das, was wir genau brauchen, ja, um das in den Keller zu stellen. Ja, und mit diesen 3 Kilowatt könnte ich das meiste im Haushalt versorgen.
Das ist wohl sehr selten, wenn also vielleicht mal die Waschmaschine plus noch einige andere Dinge an sind, dass ich damit nicht auskenne. Ja, ich habe Ihnen also so ein paar Bekannte oder die Testatica vielleicht weniger Bekannte bekannt vorgestellt. Jetzt komme ich also dazu, was ist das? Definition der freien Energie. Also, freie Energie ist Energie, die man nicht bezahlen muss, die sich immer wieder erneuert, also regenerativ ist. Ein Beispiel habe ich gebracht, Solarzelle, Wärmeaustauscher, komme ich auch gleich noch drauf, Windkraftanlagen, auch Biogasanlagen, Wasserkraft, also all das, was man heute so an regenerativer Energie hat. Ich selbst habe also meinen Strom beim RWE gekündigt und bin nach Lichtblick gegangen, weil die nur noch regenerative Energien benutzen, ja, um da auch meinen Beitrag zur Umwelt zu leisten. Ja, denn irgendwo musste man ja anfangen, kann ich sagen. Naja, die lass die anderen mal vorgehen. Ich spare nicht, ich zahle sogar eher noch etwas mehr Geld als beim RWE. Aber alles regenerative Energie, eben aus Wasserkraft, aus Biogasanlagen haben die und ich glaube noch aus Windkraftanlagen. Insgesamt ist natürlich die Nutzung des Magnetismus, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, der Gravitation, der Elektrostatik und noch verschiedene andere Effekte, das macht also letztendlich die freie Energie aus. Neuere Begriffe, die immer noch wieder auftauchen, sind die sogenannte Nullpunktenergie, Tachyonenergie, Ätherenergie, Vakuumenergie, Orgon, Qi, Prana, Ot. Das ist alles schon seit Jahrtausenden bekannt, dass es solche Energieformen gibt. Da sind Namen verbunden, auch mit Wilhelm Reich, ja, der von Orgonstrahlern, von Orgon spricht. Ja, aus der Esoterik sind Qi, Prana und solche Dinge bekannt. Letztendlich ist es so, dass eigentlich alle großen Wissenschaftler klammheimlich die esoterischen Unterlagen studieren, um zu sagen, Heisenberg, Einstein und viele Leute da aus dem 17., also die um die Jahrhundertwende gelebt haben, waren Mitglieder der Theosophen, ja, und hatten darüber die Literatur, ja, die Geheimlehre von der Blavatsky da liegen gehabt und haben auch die Veden studiert, in der uraltes Wissen überliefert ist. Sie trauten sich nur nicht, das öffentlich zuzugeben oder erst gegen Ende haben sie es dann teilweise zugegeben und es ist auch bekannt. Und auch heute machen das noch Leute, aber erst wenn sie wirklich so eine Reputation genießen, dass sie auch was zugeben könnten, wo andere drüber lächeln. Ja. Also man informiert sich und man benutzt eigentlich häufig heute nur lieber neuere Namen wie Nullpunktenergie, Tachyonenergie, weil selbst der Ätherbegriff ja eine ganze Zeit lang oder auch heute noch in Wissenschaftskreisen ja, verpönt ist. Freie Energie ist also für Physiker ein Reizwort, weil Energie nur von einer Energie in eine andere Energieform umgewandelt werden kann und ja, dabei niemals irgendwelche zusätzliche Energie gewonnen werden kann. Aber man gewinnt auch eigentlich keine zusätzliche Energie. Es sind höchstens noch Energien mit im Spiel, die Wissenschaft noch nicht so richtig im Griff haben, die sie noch nicht so richtig kennen, ja, die dann zusätzlich reinkommt noch. Ja, also schlicht und ergreifend Dinge, die man noch nicht ganz verstanden hat. Also ich behaupte einfach wirklich, total frei ist es nicht. Es ist nur kostenlos letztendlich. Und sind Energieformen und Mechanismen, die wir nur noch nicht richtig verstehen. Ein alter Spruch kennen Sie ja, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Ja, ich denke, den kennen Sie. Ja, und wir sollten also die heutige Wissenschaft nicht zu ernst nehmen. Ja, immer sagen, naja, Sie werden auch noch andere Erkenntnisse kriegen. Ja, Sie wissen ja sicherlich alle, dass die Lichtgeschwindigkeit, weiß Gott, nicht die höchste Geschwindigkeit ist. Das hat ein Professor Nims aus Köln schon vor langer Zeit schon nachgewiesen. Ja, Sie wissen ja, dass man die ersten Teilchen beamen kann. Das hat ein Professor Zeilinger von der Innsbrucker Universität auch schon vor mehreren Jahren nachgewiesen. Ich nehme aber an, dass das längst noch nicht allen hier bekannt ist. Ja, aber es ist halt einfach so und da, ja,
sind viele Grundlagen da, aber ohne dass wir es wissen, und wir sollten flexibel sein. Im Übrigen wissen Esoteriker, die die Veden studieren und sonst was, also nicht die normale esoterische Literatur. Ich spreche eigentlich lieber von einer spirituellen Wissenschaft, ja, weil man das wirklich so bezeichnen kann. Das hat mit der heutigen Literatur, die man so überall findet, recht wenig zu tun. Dort sind viele Dinge beschrieben, ja, die man jetzt gerade erst wiederfindet, die man jetzt gerade erst erklären kann. Und ja, ich denke, da kommt noch eine Menge auf uns zu. Da ist übrigens natürlich schon längst bekannt. Ich wusste also vor 20 Jahren schon, dass Lichtgeschwindigkeit nicht die höchste Geschwindigkeit ist. Ja? Nur um mal das klar zu machen, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass auch die Gedanken nicht unendlich schnell sind. Ich kann die Zahl allerdings nicht mehr wiederfinden. Aber ich war sowas von fasziniert, dass überhaupt irgendwo ein Gedanke verschwendet worden ist, dass die Gedanken auch nicht unendlich schnell sind. Ja? Also alleine das mal nur so als Idee rein. Ja, und da weiß ich seit 20 Jahren, lange bevor Professor Nims oder wer auch immer in Amerika, in Berkeley Universität, sind Versuche gelaufen zur Lichtgeschwindigkeit. Also es gibt einfach viel höhere Geschwindigkeiten. Stichwort Tunneleffekte, sage ich dazu. Die Lichtgeschwindigkeit mag hier auf unserem System für Materie die schnellste Geschwindigkeit sein. Ja. Aber nicht Informationen zu übertragen. Die geht durchaus erheblich schneller. Und da sind verschiedene Werte, 4,7-fache, 1,6-fache. Solche Zahlen können Sie im Internet finden, überhaupt kein Problem. Gucken Sie NIMTZ nach, N-I-M-T-Z. Ja, und Sie werden den Kölner Versuch dort gut beschrieben stehen. Also ich denke einfach, viel Unbekanntes, noch nicht Erforschtes spielt dabei eine Rolle. So, und mit freier Energie eng verkoppelt sind natürlich die Begriffe des Perpetuum mobilis. Ja, also eine Konstruktion, die, wenn man die einmal in Gang gesetzt hat, ja, einfach weiterläuft, ne, möglicherweise sogar noch Arbeit verrichten soll, noch irgendwas machen soll, als nur weiterlaufen soll, ja, ohne dass man Energie reinsteckt und läuft und läuft und läuft. Wenn sie nicht gestorben sind, dann läuft sie heute noch, so nach dem Motto. Also ist natürlich schon ganz toll, ja, aber da geraten die Physiker natürlich mächtig ins Schwitzen, ja, weil natürlich immer alles mit Reibung verbunden ist und irgendwo natürlich Energieverluste entstehen. So, die unterscheiden sogar Perpetuum mobilis verschiedener Arten. Da gibt es ein mobile dritter Art, da habe ich extra damit angefangen, weil das normale Bekannte ist, dass also einfach einmal was in Gang gesetzt einfach weiterläuft. Eigentlich ist die Rotation unserer Planeten, ja, um die Sonne und um die Sterne eigentlich auch so ein Beispiel. Wer treibt die an? Warum düsen die da immer rum? Warum bleiben die nicht irgendwann stehen? Das sind doch alles so Fragen. Ja? Mein gut, vielleicht werden sie etwas langsamer, aber in unseren Zeiten gemessen sicherlich nicht. Es gibt Kreise in den Navigationssystemen, ja, die so reibungsminimiert sind, dass die auch nahezu unendlich laufen. Ich habe also auch tatsächlich eine Maschine gesehen im Internet, die ich jetzt aber auch nicht wiedergefunden hatte. Das ist ja immer meistens da, und dann, wenn man das nicht sofort gleich wegsichert, dann ist es irgendwann wieder verschwunden oder man findet die Pfade nicht wieder. Da ist wirklich eine Maschine, die läuft ohne Ende, die ist allerdings hinterm Glaskasten versteckt, damit also kein Wind und nichts drankommt, weil das natürlich irgendwo dieses ausgeklügelte System ohne Reibung, ja, dann stören würde. Oh, ich war fasziniert, über Tage bin ich immer wieder da reingegangen, das Ding muss doch mal stehen, bleibt nichts, dann geht immer noch weiter. Also ist schon faszinierend, es gibt sowas, also Perpetuum mobilis dritter Art, die einfach nur weiterlaufen, ist ideal. Suprafluidität, eine Superflüssigkeit, bei dem sich jede innere Reibung verliert, würde auch da reingehören, was auch immer. Mobiles zweiter Art wären Dinge, die aus der Umgebungswärme, also setzt die aus der Umgebungswärme gewonnene Arbeit vollständig in mechanische Arbeit um. Geht eigentlich auch nicht, weil immer Reibung dazwischen ist. Ja? Und vor allen Dingen ist dieses System nicht irreversibel, also nicht umkehrbar.
Ja, denn der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt eigentlich, dass man Wärme immer nur runterkühlen kann. Also, dass das, wenn man mit Wärme Arbeit verrichtet, dass dann immer kühler wird und dass man nicht wieder dann den Prozess umdrehen kann. Also ideale Vorstellung, also ein theoretische Beispiel stehen darunter. Ein Kochtopf würde erhitzt werden, indem man Wärme aus der Zimmerluft irgendwie gewinnt. Ne? Kann man sich ja vorstellen. Ne? Also eine Wärmepumpe dann, ja. Und aber ohne, dass die Energie von außen aufgewendet wird und ohne, dass von außen Energie zugeführt wird. Das ist wieder schwer vorstellbar. Ne? Für mich eigentlich auch nicht so richtig. Ne? Oder ein Rad dreht sich, indem Antriebsenergie gewonnen aus der Wärme eines Zimmers zugeführt wird. Und dann soll das immer weitergehen. Aber wir wissen noch, wenn wir dem Zimmer die Wärme entziehen würden, wird das Zimmer irgendwann auskühlen und dann würde irgendwann das nicht mehr funktionieren. Ja, aber das wäre schon natürlich noch was Schöneres. Oder der Kühlschrank, ja, der betrieben wird, indem der Kompressor mit der Wärme, die er aus den Lebensmitteln rausholt, sich selbst wieder antreibt. Ja, aber jeder von uns weiß, geht nicht. Oder geht vorläufig noch nicht, würde ich sagen. So, Perpetuum mobile erste Art, das ist natürlich dann eigentlich das, was wir brauchen für freie Energie, das einen Wirkungsgrad von über 100% hat, dass also die ganze Energie für seinen Antrieb selbst gewinnt und noch zusätzlichen Überschuss gewinnt. Das wird dafür verbraucht. Ne? Ein Motor, ein Generator, der Strom erzeugt und mit dem er dann den genau, wieder Motor antreibt, der den Generator antreibt und noch zusätzliche Energie erzeugt, mit der ich dann weitere Lampen und was weiß ich alles antreiben könnte. Oder ein Wasserrad pumpt Wasser nach oben und ein Teil des Wassers fließt nach unten und treibt dann, ja, mit Hilfe der Schwerkraft, der Gravitation natürlich, wie das Wasser runterfällt, dieses Rad an. Ja, das ist auch noch gut denkbar, ne, wenn man die Reibung da enorm vernachlässigt und würde dann aber noch zusätzlich, was ich meinetwegen, so einen kleinen Generator antreiben. Also jetzt nicht Wasser, was da irgendwo den Bach runterläuft, sondern einfach nur, ich fülle da irgendwo einmal Wasser rein, ja, und dann fällt das Wasser in so Schaufel meinetwegen runter und treibt damit an, diese so eine Kette meinetwegen damit an und wird gleichzeitig noch einen kleinen Motorgenerator noch erzeugen. Also da existieren sogar eine Reihe Versuche in solcher Richtung und da laufen schon einige Maschinen erstaunlich lange. Bloß die können nichts Richtiges gewinnen. Da kann ich, also was ich bisher so gesehen und gehört habe, kann ich da vielleicht ein Glühlämpchen, ein paar Leuchtdioden anschließen, aber irgendwann bleibt der Ding dann doch stehen, weil einfach immer noch Verluste da sind. Oder ein Akkumulator bringt eine Lampe zum Leuchten, na, und das Licht wird dann über so ein Fotoelement, so eine Solarzelle, wie eben hier oben, na, dann wieder gespeichert, wird in Strom, also Strom umgesetzt, ja, und wird den Akkumulator wieder aufladen. Auch alles so schöne Sachen. Ansätze davon gibt es aber. So, die Hauptsätze der Thermodynamik, weil die ab und zu mal kommen. Also der erste sagt, die Energiesumme in einem geschlossenen System ist konstant. Also Energie kann nur umgewandelt werden, ja, und nicht wirklich neu erzeugt werden. Und der zweite Hauptsatz sagt eben nur, dass der Energiefluss immer von der wärmeren zum kälteren Körper übergeht, ja, und dass das nicht umkehrbar ist. Und trotzdem scheint es Maschinen zu geben, die also genau diese Hauptsätze der Physik ja zumindest erschüttern und dann kriegen die Physiker eben ihre Probleme. So, ein paar Größen, mit denen man also solche Maschinen, die ja gleich dann in vielfältigster Form beschrieben werden, wie man die also beschreibt, das ist einmal der Wirkungsgrad. In der ganzen Technik, ja, gibt es eigentlich einen Wirkungsgrad. Und ich denke, die meisten haben schon mal gehört, dass der Wirkungsgrad einer Glühlampe schlecht ist. Die Glühlampe erzeugt 5% der eingesetzten Energie etwa, daraus macht sie etwa Licht. Und die 95% des Restes, ja, ist Wärme. Die Energiesparlampen sind da also schon ein Stück besser. Die erzeugen vielleicht 20% Licht und nur 80% Wärme.
Und ja, Sie sehen hier andere Zahlen. Das Auto hat also einen Wirkungsgrad von 0,3 oder ungefähr bis 0,4. Trafos in der Elektronik, die kommen auf 0,9 bis 0,99, aber nur elektronische Trafos, nicht die großen Dinger in der Energietechnik. Die haben auch mehr Verluste, denn die werden immer warm eigentlich. Zu der Lampe wollte ich nur noch sagen, Sie wissen ja alle, dass da so ein Hype gemacht wird um die Energiesparlampe, dass die viel besser sei und dass sie, glaube ich, in Australien und in Neuseeland bereits die Glühlampen verboten worden sind. Ja, glauben Sie dieses Zeugs nicht. Ja, selbst in Ökotest, glaube ich, stand da ziemlich vernichtende Kritik jetzt drin und eigentlich ist jeder, der sich da intensiver mit beschäftigt, muss eigentlich klar sein, dass man alles berechnen muss. Ja, nicht nur auf den Stromverbrauch gucken, ja, also auf die Watt gucken, na, dann 100 Watt gegenüber dann so einer 11 Watt Lampe oder sonst was, diese dann, oder 15 Watt Lampe, die sie dann an Energiesparleuchte reinsetzen. Mein Sohn bringt das, Diplom-Ingenieur auch, ganz einfach auf den Punkt. Ist doch ganz klar, wenn es mir zu kalt ist, dann mache ich ordentlich Licht an. Dann mache ich die 100-Watt-Lampe an, die da bei mir an der Decke ist. Ja, dann mache ich noch ein paar Halogenstrahler an. Dann hat er da 200-300 Watt in sein Zimmer. Erstens habe ich helles Licht, ja, und zweitens ist es wärmer. So, und dann hat auch eigentlich heute fast jeder ein Thermostatventil irgendwo. Ja, dann verbraucht er, dann schaltet das eben ab, wenn es wärmer wird, ja, und verbraucht er da weniger Energie. Das Problem ist also, dass man heute nirgendwo oder fast nirgendwo immer gesamt alles betrachtet, ja, ein großes Ganzes bildet, sondern dass man immer nur ganz punktuell guckt. Außerdem müssen die Energiesparlampen eigentlich, wenn wir umweltbewusst sind, als Sondermüll entsorgt werden, weil dort gewisse Quecksilberreste drin sind, in der Herstellung sind die teurer und. Außerdem diese Lebensdauer, die haben sollen. Ich habe eine Energiesparlampe bei mir in der Einfahrt, die ganze Nacht durchleuchtet, ja, also einmal nur eingeschaltet wird und dann eben 8 Stunden später oder 10 Stunden später ausgeschaltet wird. 3 Monate haben jetzt 2 Stunden nacheinander gehalten. Von wegen 10.000 bis 20.000 Stunden. Ja? Also auch das stimmt nicht so ganz. Also seien Sie vorsichtig mit Energiesparlampen, unterstützen Sie um Gottes Willen nicht Aktionen, ja, Verbot der Glühlampe. Der Elektrosmog ist noch wieder ein anderes Thema, ein Schwerpunktthema auch von mir. Ja? Und LEDs? Haben einen schlechten Wirkungsgrad auch noch, einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Werden, ja auch besser. Werden dann hinterher besser, also warten Sie noch. Ja, oder zwei. Okay. Ja. Also das ist der Wirkungsgrad, mit dem man alles beschreibt, ja, und da kommt eigentlich, da immer Verluste sind, nie mehr als 1 raus. Na? Zugeführte zu abgeführter Energie, zu aufgenommenen Leistung, ja, ist eigentlich immer kleiner 1 wegen der Verluste. So, wenn man das jetzt umdreht, dieses Verhältnis, dann hat man den sogenannten Leistungsfaktor. Dann will man eigentlich wissen, was leistet eine Maschine. So, und dieser Overunity, mit dem jetzt die freien Energiemaschinen gemessen wird, ja, werden, der ist dann eigentlich auch wieder das Verhältnis von abgegebener Leistung, also Wirkungsgrad, wie der Wirkungsgrad, ja. Aber der Wirkungsgrad wird eigentlich nie größer als 1, allenfalls 0,9 irgendwo so. Und der Leistungsfaktor, der wird dann größer als 1. Das nennt man dann Leistungsfaktor, ja. Oder eigentlich, Overunity nennt man das. Ne? Der Leistungsfaktor war das Umgekehrte. Also das ist dann der Overunity. So, und darüber reden natürlich die Fachleute, welchen Overunity bringt die Maschine. Was bringt die also mehr an als 1, als nur das rauskommt, was ich reingesteckt habe. Also das kommt dann ab und zu gleich mal irgendwo rüber an Zahlen.